Willkommen zurück zu Hunde und Katzenbabys. Wer hätte gedacht, dass noch ein Part kommt? Ja, ich habe mich dazu entschieden, noch ein bisschen weiterzumachen, denn übrigens hier bin ich ganz schön transparent heute unterwegs. Heute ein bisschen in grün, mit dem Greenscreen wirkt das richtig gut, denn ich habe wieder ein kleines bisschen was freigeschalten und möchte mit euch darüber reden. Aber erstmal kriegt... Nein, ich will Toffee Junior. Ich bevorzuge einen jetzt, okay? Guck mal hier, was ich habe. Ich habe Premium Trockenfutter und ich habe Quellwasser. Ist das nicht schön? Ja, ich habe tatsächlich etwas gefunden. Ja, diese Sachen bekommt man wirklich, wenn man spazieren geht mit dem Hund. Bisher habe ich nur gesehen, dass man es bei der Parkrunde finden kann. Also da, wo halt eben im Park dann die Hunde was buddeln können und einen Schatz finden können. Das erste Mal, wo wir das gehabt haben, stand da ja, hat nichts gefunden. Deswegen habe ich gedacht, na okay, kann vielleicht auch was anderes sein, was man da findet. Aber... Nee, warte. Premium-Trockenfutter, selbstverständlich. Aber es ist tatsächlich so. Ihr könnt die Sachen, die ihr noch freizuschalten habt, die ihr schon bereits gesehen habt, also die ganzen Bürsten und das bessere Futter und das bessere Trinken, könnt ihr auf jeden Fall beim Spazierengehen finden. Ich finde diese Idee richtig nice. Und ich frage mich an dieser Stelle, warum zur Hölle nur diese 5 Gegenstände? Es gibt nämlich nur 5. Guckt euch das da bitte mal an hier. Pflege. Gummibürste habe ich gefunden. Und natürliche Borstenbürste müsste ich noch finden. Also das heißt, 2 Sachen kann man hier, 2 Bürsten. Und, also nur 4 Dinge kann man finden. Und Quellwasser und Premium Trockenfutter. Mehr kann man nicht finden. Und ich frage mich zur Hölle, wieso? Die Idee ist so super. Ich fand das echt toll. Das war erfrischend. Ich fand es echt erfrischend, dass man, wenn man spazieren geht, dass der Hund dann auch was finden kann. Lassen wir jetzt mal die Realität außen vor. Natürlich ist es nicht sinnvoll, wenn ein Hund draußen in der freien Natur Futter findet, dann geht man nicht hin und sagt, oh, das ist aber tolles Futter, das nehme ich jetzt mit nach Hause. Ihr könnt mit hoher Wahrscheinlichkeit davon ausgehen, dass es entweder vergiftet oder eklig oder vergammelt ist. Eins davon wird schon stimmen. Wir werden jetzt einfach nochmal rausgehen mit Toffee Junior und einfach nochmal gucken, ob wir vielleicht sogar noch was finden. Hier in der Waldrunde, da habe ich es zumindest bis jetzt immer gemerkt. Ja, ob wir da noch was finden können. Wie gesagt, eine Sache fehlt mir ja noch. Tatsächlich ist mir aber jetzt auch beim Spielen aufgefallen, dass es hier nicht wirklich viel mehr gibt. Da haben wir ja letztes Mal schon drüber gesprochen. Mehr ist das leider auch gar nicht. Die Sachen, die man freischalten kann... Bis jetzt habe ich übrigens auch keine weitere Katze mehr bekommen. Also das heißt, die Katzen, die wir hier in den Parts gesehen haben, die sind bisher die einzigen, die ich freischalten konnte. Weitere Hunde konnte ich auch nicht freischalten. Ich glaube, wir sind wirklich fast schon am Ende des Inhalts angekommen. Was ich ein bisschen schade finde, weil... Es bietet mir persönlich einfach zu wenig für 40 Euro. Und ich stand übrigens auch in den Kommentaren, ich finde das Spiel super und mir macht es Spaß. Und ich möchte auch niemandem den Spaß an diesem Spiel nehmen, wirklich nicht. Ich finde die Idee gerade mit dem Buddeln, die fand ich so super, habe ich ja gerade gesagt. Das hätten sie viel weiterbringen können. Jetzt stellt euch mal vor, das mit dem Buddeln, mit dem Ausbuddeln von Schätzen. Neue Halsbänder für die Tiere, neue Kuscheltiere für die Tiere, neues Spielzeug, keine Ahnung, eine neue Leine, was weiß ich, einen kleinen Pyjama für die Tiere, einfach so als Witz oder so. Da hätte man so viele Sachen mit reinbringen können, was auch Mehrwert geboten hätte. Und ich weiß, man ist zwiegespalten über solche Themen, aber jetzt stelle man sich vor, guck, da ist schon wieder so eine Stelle. Man stelle sich vor, man könnte hier jetzt nur einmal am Tag solche Sachen ausbuddeln, solche Schätze finden. Dann wäre zumindest... Guck, jetzt habe ich wieder das Premium-Trockenfutter gefunden. Also das ist auch ein Thema, was ich ansprechen würde. Ihr könnt die Sachen nämlich doppelt und dreifach finden. Also nicht, weil ihr das Premium-Trockenfutter schon mal gefunden habt, ist es dann auch nicht mehr zu finden. Nein, ihr könnt sie öfter finden, die Sachen. So ist natürlich der Mehrwert, dann halt einfach nochmal weiter zu suchen, natürlich größer, ist klar. Dann soll man sich natürlich ein bisschen öfter auf die Suche gehen, um das letzte bisschen dann auch noch zu finden. Aber wie gesagt, es ist, ich finde es halt echt schade, dass hier eine einigermaßen gute Idee verschenkt wurde. Und wie gesagt, wenn man das einmal am Tag jetzt hätte machen können, einmal am Tag nur,
dann wäre es zumindest der Sinn und Zweck, hier täglich vorbeizuschauen bei diesem Spiel, größer. Wie bei Animal Crossing beispielsweise. Da kannst du ja auch jeden Tag nur gewisse Dinge tun, die du dann, wenn du sie an dem Tag gemacht hast, erstmal nicht mehr machen kannst. So. Und das hier hätte man das hundertprozentig auch so machen können. Wäre ein, ist halt meiner Meinung nach halt eine verschenkte Chance gewesen, hier wirklich mal was anderes zu machen und ein bisschen was Interessanteres als das bisherige reinzubringen. Genau, darüber wollte ich sprechen. Und wie gesagt, ich möchte nicht jemanden mit Spaß an dem Spiel nehmen, auf gar keinen Fall. Ich finde, es ist eine total süße Idee. Man hat hier wirklich Möglichkeiten gehabt. Und beziehungsweise man hat hier Möglichkeiten, sich um kleine Hunde und Hunde und Katzenbabys zu kümmern. Finde ich total süß, aber ist halt einfach nicht mein Spiel. Im Sinne von viel Spielen. Es war süß für einen Moment, aber ein längerer Spielspaß als 2 Stunden bietet es mir leider nicht. Mir persönlich nicht. Und hier, B verlassen ist hinter mir. Das ist nicht super. Ich finde mein Transparent-Shirt manchmal echt schön toll. Ich mag das manchmal. Ich könnte mich auch umziehen, aber ich finde das eigentlich sympathisch, oder? Wenn man mal ein bisschen durchsichtigen Toffee findet im Internet. Ist doch toll, oder? Manche stellen sich mich doch bestimmt auch nackig vor, oder? Irgendeinen komischen, mit einem sehr, sehr fragwürdigen Geschmack da draußen wird es schon geben, der sich mich nackt vorstellt. Und so könnt ihr wenigstens so halb vorstellen, weißt du? Ich bin ja halb nackig. Nee, du kriegst auch Premium-Trockenfutter. Genau. Also, was wollte ich noch dazu sagen? Genau. Ich glaube nicht, dass es hier wirklich groß viele weitere Sachen geben wird. Ich kann es natürlich mit hundertprozentiger Sicherheit nicht sagen. Wir können ja die Tiere immer noch aufleveln. Ich kann euch ja ganz kurz zeigen gleich nochmal. Hier oben über mir seht ihr es. Ich habe 5.755 von diesen Pfotenpunkten. Und ich habe Level 5 mit Sweetie, Level 4 mit Doriana und Level 4 mit Toffee Junior. Toffee Junior hat ja bald ein Level Up. Genau. Also es könnte natürlich sein, dass mit sehr hohem Level vielleicht noch irgendwas passiert. Aber es gibt Punkte, wo ich echt sagen muss, reizt es mich wirklich, das jetzt rauszufinden? An dieser Stelle im Spiel muss ich sagen, nein. Es reizt mich leider gar nicht mehr. Ich habe keine Lust, jeden Tag wirklich exakt die gleichen 3 Dinge. Das Einzige, was ich hier mache, wenn ich hier halt eben ins Spiel reingehe, ihr seht es ja schon, Nahrung geben, also Fresschen geben, ein Trinken geben, waschen, eventuell mal mit dem Mob über den Boden, das Katzenklo reinigen und mit den Hunden rausgehen. Ende. Und so schön, dass auch Abwechslung. Abwechslung. Warte mal, was fällt mir heute? Habe ich heute Seife im Mund? Ich habe gerade den Hund gewaschen. Da ist mir ein Stück Seife in den Mund gefallen. So schön das auch als Abwechslung sein kann, es ist doch zu wenig, finde ich. So, jetzt mal das Katzenklo sauber machen hier. So. Ja, willst du es essen? Ja, du hast noch kein anderes Fresschen gekriegt, aber vielleicht, ne? Hunde fressen auch ihre eigene Kotze auf. Habe ich auch schon gesehen. Also so abwegig ist das gar nicht. So, Toffee Junior ist auch schon wieder dreckig. Deswegen muss ich euch sagen, dass es jetzt hier der letzte Part sein wird. Ich hoffe, ich konnte euch zumindest mal eine Entscheidungshilfe geben, ob ihr euch dieses Spiel holen wollt, solltet oder nicht. Für mich persönlich als Fazit habe ich ja eh schon genannt, aber jetzt nur um es nochmal zu einem Ende zu bringen, als Resümee, es ist keine 40 Euro wert. Das kann ich so unterschreiben. Auch wenn dieses Spiel vielleicht für den einen oder anderen interessant sein könnte, wartet lieber, bis es im Angebot ist. Das ist mein guter Ratschlag an euch, falls ihr euch dieses Spiel wirklich holen wollt und falls ihr Hoffnungen darin habt, diesem Spiel hier wirklich dieses Spiel hier wirklich zu unterstützen und halt eben wirklich dann eben spielen zu wollen.
wartet, bis es günstiger geworden ist. Ich habe gehört, als dieses Spiel hier rausgekommen ist, gab es auch ein Angebot, beziehungsweise mehrere Angebote von diesen anderen My Universe Spielen, die ich bereits schon angetestet habe. Und deswegen können wir mit Sicherheit sagen, dass dieses Spiel hier auch irgendwann mal im Angebot sein wird. Und gerade im Zusammenhang mit den anderen My Universe Spielen, das, wenn ich schon sehe, was die da geschafft haben, bei Cooking Star Restaurant, bei meine Tierarztpraxis, bei, was war da noch alles dabei? Ja, eben hier, Fashion Star Boutique. Selbst Fashion Star Boutique hat meiner Meinung nach sogar noch mehr geboten als das hier jetzt. Wenn ich ein Ranking abgeben müsste von allen 5 My Universe Spielen, die ich gespielt habe, muss ich sagen, ist dieses Spiel mit Fashion Star Boutique oder heißt es nur Fashion? Ne, Cooking Star Restaurant, Fashion ohne Star, ne, Fashion Boutique ist es, glaube ich. Ist dieses hier, Spiel hier mit Fashion Boutique der letzte Platz? Ist zu wenig, ist einfach zu wenig. Guck mal hier, wir können so lange streicheln, bis wir Level 5 erreicht haben. Wie das. Es rutscht immer ein kleines bisschen weiter nach oben. Ich sehe es. Vielleicht passiert dann ja was. Vielleicht kommt dann die Credits. Herzlichen Glückwunsch, du hast das Spiel durchgespielt. Das war die Challenge, die du rausfinden musstest. Oh, das fände ich jetzt doch geil. Stell dir mal vor, hier gibt es eine undurchsichtige Challenge. So Trophäen, die du nicht wissen kannst. Zum Beispiel, kraule dein Tier eine halbe Stunde am Stück. Solche Sachen, die du halt nie tun würdest. Aber wenn du sie tust, dann kriegst du einen Award. Das fände ich geil. Okay, das wird mich wieder catchen. Das wird mich wieder abholen. Seht ihr? Ich kann ewig lang mit meiner Katze schmusen und dann kriege ich irgendwann Level 5 mit ihr. Ja, Level up! Zurück. So, 6290, bist du jetzt sauber? Oh ja, richtig sauber. Aber du hast noch nicht genug Nahrung gehabt. Du kriegst auch noch ein Premium-Trockenfutter. Doriana. Ich bin auf eure Meinungen trotzdem noch gespannt. Eine Sache gibt es noch freizuschalten. Mich catcht es ehrlich gesagt aber auch nicht wirklich, diese eine Sache jetzt noch ewig lang zu suchen. Ich habe es gestern gemacht. Ich habe die drei Sachen, die ich euch gesagt habe, habe ich ziemlich schnell gefunden. Sogar in einem, tatsächlich in einem Durchgang. In einem Spaziergang habe ich alle drei Sachen, die ich gerade gezeigt habe, gefunden. Nur die vierte Sache fehlt halt eben noch. Die finde ich bei irgendwie gar nicht mehr. Weiß nicht. Egal. Verschenktes Potenzial, meiner Meinung nach. Du, trotzdem siehst du süß aus. Ja, ich bin trotzdem, dass du ganz süß bist. Ich kraul dir gleich das Ohr. Also einmal übers Ohr. Ich habe meine Katzen mittlerweile ja gar nicht mehr so lieb. Warum? Weil meine Katze, also das Mädchen, hat jetzt heute Morgen erstmal ordentlich gekotzt. Die hatte einen Wurm. Braucht offensichtlich wieder ein Wurmmittel. Die fressen halt draußen alles Mögliche. Und jetzt hat sie schön aufs Sofa gekotzt. Finde ich das lecker. Ja. Ist halt echt scheiße. Entschuldigung. Ich kriege jetzt halt ein Wurmmittel und dann wird es hoffentlich wieder gehen. Sie macht es ja nicht mit Absicht. Ich verstehe es ja. Aber trotzdem regt es mich auf in dem Moment, dass ich ein kotzendes Tier habe. So. Wollen wir nochmal in den Zwinger gucken? Mal gucken, was wir da noch so haben. Falls wir noch was gesehen haben. Etwas nicht gesehen haben. Oh Gott, sie ist süß. Ihr seid aber auch niedlich. Oh, die sieht noch interessant aus, ne? Hier, die Bengalkatze. Die sieht echt noch süß. Also vor allen Dingen, das Fell finde ich halt gut. Wenn das so gefleckt, gepunktet ist, finde ich das cool. Ein Anzeichen, ob sie jetzt älter werden oder nicht, gab es jetzt auch nicht. Das wurde ja auch in den Kommentaren oder erwähnt. Oder müssen wir jetzt halt eben auch, habe ich auch schon angesprochen, dann eben auch die Aussage, dass hier auch keine Altersanzeige da ist. Das stimmt. Deswegen ist die Vermutung wahrscheinlich naheliegend, dass das wirklich stimmt, dass es hier wahrscheinlich keinen Alterungsprozess bei den Tieren geben wird. Die werden nicht größer. Ihr werdet wirklich immer hier Katzenbabys und Hundebabys haben. Was ich natürlich einigermaßen süß finde, aber auch da, wenn ein bisschen mehr dabei gewesen wäre, wäre schon schön gewesen. Okay,
das war es dann allerdings auch schon wieder vom heutigen Part und vom gesamten Spiel. Ich hoffe, ihr gebt mir trotzdem eine abschließende positive Bewertung, einfach nur für die Tatsache, dass ich euch jetzt alles gezeigt habe, was man meiner Meinung nach in diesem Spiel machen kann. Mehr möchte ich einfach nicht machen, weil es für mich mehr Wert nicht hat. Jetzt seid ihr gefragt, wenn ihr diesem Spiel eine Chance geben wollt, dürft ihr das gerne tun. Für mich ist es kein absoluter Reinfall. Es ist ein süßes kleines Game für alle, die eine nette kleine Abwechslung wollen. Vielleicht einfach nur sich das Leben verschönern wollen, indem sie in ein Hunde-Baby-Gesicht gucken oder ein Katzenbaby-Gesicht. Das Freude bringt es auf jeden Fall, denn man kriegt irgendwie ein bisschen, ja, es wird wohlig ums Herz, wenn man so ein kleines Tierbaby sieht. Da wird es einem doch ein bisschen warm ums Herz, oder? Finde ich auf jeden Fall. Also ein totaler Reinfall ist es nicht. Aber 40 Euro ist es wirklich nicht wert, Leute. Bitte wartet, bis es im Angebot ist. Bitte, bitte tut es. Ja, danke für die abschließende Bewertung und die Kommentare. Ich hoffe, wir sehen uns bald wieder. Es kommt ja bald das nächste Mal Universe-Spiel. Schon in einer Woche, glaube ich. Dann können wir uns das ganze Jahr noch mit einem nächsten Spiel angucken. Bis dann. Tschüss.